Moin Moin und herzlich willkommen. Bist du gerade durch mein Intro gelaufen? Komm her. So. Also, Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Spyro the Dragon. Wir gehen ins nächste Level, Dunkles Tal. Ich habe das Gefühl, in diesem Spiel sind die Level alle ein bisschen kürzer als im zweiten und dritten Teil. Vielleicht werden die noch länger und ein bisschen aufwendiger, aber das erste Level, was wir bis jetzt hatten, das war ja doch recht kurz. Ist auch sehr klein vom Levelaufbau her. Ja, und das zweite, was wir gespielt haben, das war nur eine Flugstrecke. Und haben wir hier auch eine Flugstrecke? Nein, wir landen. Okay. Okay, grobe Erinnerungen daran habe ich. Aber keine großen. Mir ist übrigens eben einmal aufgefallen, so zwischen den Parts, wenn man einen Gegner besiegt, den man schon mal besiegt hat, sprich man spielt ein Level nochmal, dann bekommt man hier gar keine Edelsteine mehr dafür, logischerweise, man hat die ja schon alle, sondern man bekommt so eine komischen Kugeln, die sich dann um die Lebensanzeige rum ansammeln. Kann ich das irgendwie aufrufen? Da, oben, ja, genau hinter meiner Facecam sieht man es, da. Da sind so komische Kreise jetzt um die Lebensanzeige rum. Und ich weiß nicht, was das bringt, aber wahrscheinlich auch, wenn man alle voll hat, bekommt man ein Leben dazu. Denke ich jetzt einfach mal. Hier haben wir einen neuen Drachen. Einmal noch kurz die Edelsteine holen. Die Edelsteine. So, und Drachen befreien. Alban? Alban? Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ja, das kennen wir ja schon. Das ist quasi alter Spyro-Standard. Hat der gerade mit seiner ekelhaften Keule einfach auf meinen Kopf gehauen, der Sack. Und machen wir erstmal hier ein bisschen das Leuchtfeuer an. Hier drüben auch nochmal. Weiß zwar nicht, was das bringt, aber Licht haben ist immer besser, als Licht zu brauchen. Hier geht es noch irgendwo runter. Da gucken wir uns gleich mal um. Ja, nee, den Rest haben wir sonst hier alles. Ach, man kann meine Lebensanzeige überhaupt nicht sehen, wo ich jetzt die Facecam drin habe. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das mit der Facecam gefällt. Oder ob ich die für Spyro doch lieber ausmachen soll. Also ich finde, sie stört nicht großartig. Und teilweise finde ich es persönlich immer ganz interessant, eine Facecam mit drin zu haben. Dementsprechend habe ich sie ja nun auch schon seit einiger Zeit aktiv. Aber wie gesagt, wenn euch das nicht gefällt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich Bescheid. Wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Parts noch nicht ändern, weil ich die jetzt alle hintereinander noch aufnehmen werde. Also wenn ihr jetzt reinschreibt, so, ja, nee, Facecam finde ich doof, mach die mal aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts ich aufnehme, aber vielleicht nachher irgendwann im 10., 12. Part wird dann die Facecam aus sein. Weil, wie gesagt, jetzt werde ich noch ein paar Videos am Stück aufnehmen. Wen haben wir hier? Darius. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Alles klärchen, mein Bärchen. Da weiß ich Bescheid. Hier geht's schon wieder nach Hause. Aber wir haben noch bei weitem gar nicht alle Edelsteine. Hier, Treppe nach unten. Ah, die muss man von hinten flambieren. Okay, verstehe. Hier ist auch noch ein Drache. Und ein Schlüssel. Mir fällt aber auch auf, dass man hier pro Level wesentlich weniger Edelsteine kriegt als in Teil 2 und 3. In Teil 2 waren das, glaube ich, immer 400, in Teil 3 teilweise sogar 500 oder 600. Und hier scheint 100 bis 200 mehr so ein Standard zu sein.
Gut, nächsten Drachen, Oswin. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Alle Drachen gefunden. Jetzt fehlt natürlich nur noch die Kiste mit dem Schlüssel. Und ich erinnere mich auch jetzt gerade, wo sich die befindet, nämlich weit am Anfang. Naja, weit am Anfang ist relativ, so groß sind die Level hier ja leider nicht, dass man da irgendwie sagen könnte, es ist weit weg. So, 100 von 100 Edelstein. Aber man sieht, die Level sind echt klein. Ach, ich kann ja diesen Flatterflug gar nicht machen in dem Spiel hier. Und zack, schon wieder ab nach Hause. Jetzt haben wir ein ganzes normales Level innerhalb von 6 Minuten durchgespielt. Meiner Meinung nach sehr kurz. Ich glaube fast, ich werde permanent von diesem Spiel 2 Videos die Woche hochladen. Aber das werdet ihr ja mittlerweile gesehen haben. Das ist ja der 4. Part, den ich jetzt aufnehme. Ja, also daher. Weil ansonsten ist das zu wenig. So, und wenn wir die jetzt hier besiegen, dann kriegen wir diese komischen Kugeln. Und ich will jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir die Kugeln voll haben. Wenn ich hier dann überhaupt jetzt gerade genug Kugeln bekomme. Der hier lässt ein paar viele fallen. Halt genauso wie vorher Edelsteine. Und jetzt nochmal 3 Stück. Na, jetzt nochmal 3 Stück. Okay. Mal jetzt einmal die Facecam aus. So. Und jetzt versuchen wir uns nochmal einen Gegner zu schnappen. Wenn wir hier überhaupt noch einen finden, ist natürlich die Sache. Ich glaube, wir finden tatsächlich keinen Gegner mehr. Och Mann. Ja, das ist jetzt ärgerlich. Ist egal, dann suchen wir uns im nächsten Part oder am Ende des nächsten Parts noch einen Gegner, mit dem wir das mal austesten, was dann passiert. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Spyro the Dragon. Danke fürs Zusehen und tschüss!